Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video dreht sich alles um das Thema Ausrüstung. Ein paar dieser Themen habe ich schon mal angeschnitten in einem Changelog und auch so ein bisschen im Ausrüstungstab-Video beim Charakterbogen. Trotzdem will ich noch mal ein paar Dinge gesondert erwähnen. Fangen wir direkt an. Ich möchte noch einmal die Behälter erklären. Und zwar gibt es Gegenstände, Ausrüstungsgegenstände, die ihr von der Ausrüstungskategorie Behältnis anlegen könnt. Außerdem könnt ihr sie noch ausrüstbar machen oder nicht. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn ihr diesen Gegenstand als Behältnis angelegt habt, könnt ihr Items aus eurem Inventar per Drag and Drop in diesen Gegenstand ablegen. Ihr seht, jetzt ist der Zunder verschwunden. Ich zeige euch gleich, wo ihr den Zunder wiederfindet. Ich ziehe aber nochmal ein paar mehr Gegenstände auch in den Rucksack. Verband noch, meinetwegen noch das Proviant. Und wenn ich jetzt nachgucken möchte, was in diesen beiden, ja, Items vom Typ Behältnis drin ist, kann ich hier diesen kleinen Pfeil einmal klicken. Dann sehe ich direkt darunter eine kleine Liste und kann den Gegenstand auch wieder per Drag and Drop dort rausnehmen. Oder aber, wenn ich den Gegenstand öffne und hier in dem Gegenstand auf den Tab Behältnis gehe, kann ich auch hier Gegenstände ablegen oder wieder rausnehmen. Um den Gegenstand hier wieder zu entfernen, müsst ihr allerdings keinen Drag and Drop verwenden, denn so öffnet sich immer wieder penetrant der Gegenstand, sondern es reicht ein einfacher Rechtsklick und dann ist der Gegenstand hier verschwunden. Hier auf der linken Seite geht es per Drag and Drop und hier per Rechtsklick. Bei der Zunderdose genau dasselbe. Hier habt ihr den Zunder, könnt ihr wieder rausnehmen und die Sachen wieder reinsetzen. Was ist der Vorteil daran, dass ihr die Gegenstände hier in diesem ja, Rucksack habt? Ihr könnt ihn aus, so wie er jetzt ist, ausrüsten, ähnlich wie es bei den Waffen und bei den Rüstungen der Fall ist. Dann wird die Belastung der Gegenstände, die sich im Rucksack befindet, auf euch angewendet. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich bin jetzt im Kampf, aber ich habe vorher gerastet, mein Rucksack steht immer noch am Feuer, könnt ihr ihn abrüsten und es wird nicht gegen eure Tragkraft gerechnet. Das bedeutet, wenn ihr jetzt normalerweise mit all eurer Ausrüstung, weil ihr gerne sammelt, über der Belastungsgrenze der Tragkraft seid, also ihr noch eine zusätzliche Stufe Belastung bekommen würdet, könntet ihr sagen, okay, ich habe meinen Rucksack nicht dabei. Es wird nicht mehr gerechnet und nicht gegen eure Belastung gerechnet. Finde ich ganz praktisch. Ist ganz nett. Dann will ich euch noch den Gegenstandstyp Verbrauchsgegenstand vorstellen. Wenn ihr ein neues Item anlegt, ich wechsle einmal ganz kurz in die Spielleiteransicht. Hier in der Spielleiteransicht kann ich sagen Item erstellen und kann hier unten den Typ Verbrauchsgegenstand auswählen, diesen hier. Das habe ich schon mal bei dem Stärketrank hier gemacht, das ist Kategorie Verbrauchsgegenstand. Und diesem habe ich einen Statuseffekt gegeben. Körperkraft plus 1 speichern. Ist der Statuseffekt hier drin? Dieses gebe ich dem Spielercharakter. Ihr seht, hier habe ich das schon einmal gemacht. Ich lösche ihn mal ganz kurz raus. Ziehe den Stärketrank hier rein. Kurzer Tipp noch: Das könnt ihr sowohl als Spieler als auch als Spielleiter. Mit einem Linksklick erhöht ihr die Anzahl der Gegenstände und haltet ihr die Steuerungstaste gedrückt, erhöht sich die Anzahl der Gegenstände immer um 10. Mit der rechten Maustaste vermindert ihr die, also auch Steuerungstaste gedrückt halten, immer um den Faktor 10, ohne Steuerungstaste um den Faktor 1. Wir wechseln kurz zurück in den Spieler. Zurück im Spieler seht ihr jetzt hier den Stärketrank und möchte ich den verbrauchen, anwenden, dann kann ich einen Rechtsklick machen. Dann kommt hier auch dieses Kontextmenü Gegenstand verbrauchen. Kommt dieses Kontextmenü nicht, ist es kein Gegenstand von der Kategorie Verbrauchsgegenstand. Also darauf achten, richtige Kategorie auswählen. Stärketrank, ja, yep, er zieht mir einen ab und der Effekt vom Stärketrank wird angewendet. Und die Körperkraft ist um 1 erhöht. Möchte ich den beenden, kennt ihr ja, Rechtsklick, Effekt hier rausnehmen oder ihr hinterlegt eine Zeit in dem Effekt. Da würde ich aber nochmal bei den Effekten ein separates Video zu machen und da genauer drauf eingehen. Kommen wir zurück zu Tastenkombinationen. Wir haben ja hier gerade schon gelernt, mit der Steuerungstaste um Faktor 10 erhöhen.
Ihr könnt auch einen Gegenstand duplizieren. Das könnt ihr auch als Spieler machen. Wenn ihr die Steuerungstaste gedrückt haltet und dann per Drag and Drop diesen Gegenstand, zum Beispiel dieses Messer, einfach wieder im Inventar ablegt, wird eine Kopie dieses Gegenstandes angelegt. Was ihr auch machen könnt, Abosch, der liebe Angroschim hier, hat einen Esel als Begleiter. Der gehört ihm. Er kann auf diesen Charakter komplett zugreifen und auch auf sein Inventar. Ich glaube, auf die Rationen Fleisch können wir hier mal verzichten. Ich habe diesen Esel aus den Kreaturen importiert. Da ist immer die Beute mit drin. Das hier ist aber Abosch, Esel, und den werden wir kein Haar krümmen. Ihr könnt Gegenstände verschieben zwischen den beiden. Ihr seid ja Besitzer. Was dann aber passiert ist, dass er dieses Messer nochmal kopiert. Auch das könnt ihr mit einer Tastenkombination verhindern. Wenn ihr vor dem Verschieben die Alt-Taste gedrückt haltet, dann. Das hat nicht funktioniert. Dann verschiebt ihr diesen Gegenstand. Dann ist er nicht mehr in dem Inventar. Also die Alt-Taste gedrückt halten und er verschiebt ihn. Das kann ganz gut funktionieren. Ihr habt ja gerade aber schon gesehen, es hat nicht ganz bei mir gegriffen. Zur Not löscht ihr den Gegenstand, wenn ihr es vergesst, dann einfach bei eurem Konterpart heraus. Also achtet da ein bisschen drauf, entweder die Alt-Taste gedrückt halten oder es herauslöschen. Ich zeige euch gleich noch eine Alternative für zum Beispiel einen Packesel, die ihr auch ganz gut verwenden könnt. Ich finde aber für so ein Begleitertier, was dann auch mal Proben auf seine Talente machen muss oder so, ist ja vom Typ Kreatur ein Aktor, der von dem Spieler besessen wird, eigentlich immer eine ganz gute Wahl. Zeige ich euch mal kurz die Alternative. Ich habe hier noch einen Wagen angelegt und ja, der ist vom Typ Schatz. Das müsstet ihr schon kennen aus meinem, ja, sag ich mal, Händler-Tutorial, wie das genau funktioniert mit dem Anlegen. Ich zeige euch jetzt einfach nur, was ich damit meine. Problem ist, in dem Händler-Menü, oder Problem ist es nicht, ich habe hier einen Spieler, der hat die Berechtigung auf zwei Charaktere. Er hat die Berechtigung auf Abosch und die Berechtigung auf Mihiban. Links unten seht ihr, dass der Spieler Mihiban als Hauptspieler hat. Das heißt, öffne ich das Händler-Menü, handle ich als Mihiban. Das heißt, ihr müsst gucken, habt ihr mehrere, ja, zum Beispiel habt ihr ein Begleitertier oder so. Normalerweise habt ihr aber immer nur einen einzigen Charakter. Also grundsätzlich sollte das kein Problem sein. Nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert, warum sich hier Mihiban öffnet. Ich gehe aber mal kurz zu Mihiban. Wenn ihr jetzt für die gesamte Gruppe diese Kutsche freigegeben habt, dann kann die Gruppe die Sachen, die sie nicht mit, ja, in die Höhle oder in den Dungeon oder wo auch immer ihr sie reinschickt, mitnehmen möchte, kann sie einfach hier die Items ablegen, sie sind bei sich selber weg und wieder rausnehmen. Braucht auch keiner mit irgendeiner Taste irgendwas beachten. Es lässt sich relativ schnell regeln und alle Spieler haben gemeinsam darauf Zugriff. Die Gruppe muss sich dann nur so ein bisschen abstimmen. Natürlich könnt ihr auch einzelne Gefährte, wie zum Beispiel, wenn nur die Magierin hier so einen kleinen Handkarren dabei habt, könnt ihr den auch als Schatz anlegen. Also beides funktioniert. Wenn ich auf gewisse Werte proben möchte, dann würde ich aber schon sagen, ich lege eine Kreatur an. Das, was ich euch als letztes noch zeigen möchte, und dafür wechsle ich ganz kurz zurück in die Spielleiteransicht. Zurück in der Spielleiteransicht will ich euch noch einmal ganz kurz den Befehl Packages zeigen. Wenn ich den Befehl Packages auslöse, dann wird für alle Spieler, das zeige ich euch gleich nochmal, dieses Chatfenster bereitgestellt, in der die Spieler die Startausrüstungspakete kaufen können. Das heißt, wenn ihr bei der Charaktererstellung seid und es geht an die Ausrüstung, gebt ihr den Begriff Packages als Spielleiter an. Ich wechsle zurück in die Spieleransicht. In der Spieleransicht sehe ich dann auch hier die vom Spielleiter bereitgestellten Ausrüstungspakete. Ich will jetzt nochmal testen, ob das auch als Spieler geht. Es geht auch als Spieler. Also wenn ihr selber als Spieler euren Charakter erstellt, könnt ihr auch hier euch dieses Chatfenster holen. Ihr müsst für die jeweiligen Pakete bezahlen. Ich gehe dafür einmal in Mihiban rein. Wir sehen, sie hat ein paar Dukaten. Das sollte reichen. Und sie möchte sich ganz gerne das Reisepaket kaufen. Wichtig ist jetzt, wenn ich bezahlen mit Silber anklicke, dann wird von dem Charakter, den ich kontrolliere, also den ich besitze, das Geld abgezogen. Und nicht, wenn ich jetzt ganz gerne für Abosch was dieses Paket kaufen möchte, von Abosch.
Entweder ihr zieht das Geld dann bei Abosch ab und rechnet es Mehiban hinzu, oder aber hier unten Rechtsklick, Spielerkonfiguration. Ich bin immer noch als Spieler drin, also ich kann für mich selber jederzeit die Konfiguration ändern, sage ich Charakter freigeben und würde dann Abosch auswählen. Ich gehe jetzt aber nochmal zurück zu Mehiban. Und schon klappt es auch mit dem Bezahlen. Jetzt kann ich mir das Reisepaket schnappen, per Drag and Drop in den Charakter ziehen und habe einmal das grundlegende Reisepaket in der Ausrüstung. Die Dukaten, 12 Dukaten wurden hier abgezogen. Auch das eine schöne Möglichkeit, um schnell den Charakter auszurüsten. Das wäre es erstmal, was ich euch im Moment zur Ausrüstung erzählen möchte. Habt ihr weitere Fragen oder Anmerkungen? Schreibt es mir in die Kommentare und ansonsten hören wir uns beim nächsten Video.